Liebe Schwester im Islam, ich wollte euch heute etwas erzählen über die Methoden, wie wir bekämpft werden. Und diese Sachen erzähle ich euch nicht, damit ihr, um mich auszuheulen, weil wir heulen nicht. Wir ziehen unser Ding durch, weil wir wissen, dass das der Weg ist. Deswegen brauchen wir auch nicht zu weinen. Und das ist etwas, worauf man in der Dauer vorbereitet sein muss. Allah subhanahu wa ta'ala hat den Propheten alayhi salatu wasalam sofort vorbereitet durch die Aussage von Waraka ibn Nawfal, die ihn überrascht hat, mit der er nicht gerechnet hat. Als er zu Waraka ibn Nawfal nach der ersten Offenbarung gegangen ist, sagte Waraka ibn Nawfal, Laytani fiha jad'an. Wäre ich nur jung, Laytani akunu hayyan ith yukhrijuka qawmuk. Würde ich nur jung sein, wenn dein Volk dich vertreibt. Daraufhin sagte der Prophet a.s., werden sie mich vertreiben? Daraufhin sagte Waraka ibn Nawfal, nicht wahrscheinlich. Er sagte nicht 90%. Er sagte nicht, ich glaube schon. Er sagte, naam, ja. Das heißt, er ist sich 100% sicher. Warum? Also er sagt, ja. Lem ya'ti rajul bimithli ma ji'ta biqat. Illa Udia. Noch nie ist jemand mit dem gekommen, womit du gekommen bist, außer dass er angefeindet wurde. Das heißt, jeder, der mit dieser Botschaft kommt, wird angefeindet. Das ist erstmal eine Sache, die man unbedingt verstehen muss. Das heißt, wenn man angefeindet wird, liegt die Schuld nicht bei uns, sondern liegt die Schuld bei denen, die einen anfeinden. Und Alhamdulillah, wir haben nichts gemacht, was gegen die Gesetze hier ist. Uns daran gehalten. Das ist sogar unser Motto. Das ist sogar unser Motto und das hätten sie gerne, dass wir einen kleinen Fehler machen. Ja? Das hätten sie gerne, damit sie uns schön platt machen können. Aber man sieht, dass das nicht funktioniert. So, warum erzähle ich euch das? Weil ihr auch darauf vorbereitet sein müsst und weil der Prophet a.s. seine Sahaba auch darauf vorbereitet hat. Wie? Durch die Koranverse, die er ihnen beigebracht hat. Und hier müsst ihr wissen, dass die meisten Geschichten der Propheten alle in der mekkanischen Zeit offenbart wurden. Und das sind alles Geschichten, die davon handeln, dass jemand zur Wahrheit ruft, dann bekämpft wird und am Ende kommt der Sieg von Allah subhanahu wa ta'ala. Warum wurden sie sofort in der Anfangszeit so offenbart, um sie vorzubereiten? Man kann sagen, dass wir es mit zwei Stadien zu tun haben. Wir haben es mit der mekkanischen Zeit, die sehr stark darauf abzielt, das Individuum spirituell zu stärken und vorzubereiten. Und wir haben es mit der medinesischen Zeit zu tun, wo es darum geht, einen Staat aufzubauen und Regeln zu erlassen. Das ist also die das sind die Grundthemen der verschiedenen Phasen. So, das heißt, ganz am Anfang ging es darum, die Leute aufzubauen. Und deswegen möchte ich euch einige Sachen dazu erzählen. Wie gesagt, nicht um mich auszuheulen, weil wegen sowas brauchen wir nicht zu heulen. Sondern ganz im Gegenteil, da müssen wir uns eigentlich drüber freuen, weil das ein Zeichen ist, dass wir es richtig machen. Beim Fußball wird auch nur der angegriffen, der den Ball hat, in erster Linie. Das ist der, der am meisten angegriffen wird. Der gefährlichste Spieler kriegt die meisten Manndecker. Und Alhamdulillah. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, zur Vorbereitung auch für euch. Ich möchte, dass ihr mit uns zieht, dass ihr mit uns macht, dass ihr mitmacht, dass ihr dabei seid. Talut. Und das wird in Sure 2 erzählt. Ich glaube, Vers 251, da geht das los. Ist mit 70.000 Leuten losgezogen, um gegen Goliath und seine Truppen zu kämpfen. 70.000. Das wird im Tafsir erläutert, wie viele das genau waren. Das waren 70.000. Dann gab es die erste Probe. Es wurde ihnen gesagt, trinkt nicht von diesem Fluss. Außer eine Handvoll. Wer von diesem Fluss mehr als eine Handvoll trinkt, der gehört nicht zu mir. Was passierte? So tranken sie davon,
außer einige wenige. Wie wenige waren das? Von 70.000 blieben 4.000 übrig. 4.000. Das heißt, bei der ersten Probe sind schon 66.000 von 70.000 durchgefallen. Und für dich wird auch die erste Probe kommen, wenn sie noch nicht gekommen ist. Und wie viele Leute sind hier schon bei der ersten Probe durchgefallen? Ja? Da kam die erste Razzia danach, wir ziehen uns zurück, wir haben keinen Bock mehr. Erste Probe, du bist durchgefallen. Du hast dich zurückgezogen. So. Die anderen 4.000, die dann den Fluss überquert haben, davon sagten dann, bis auf 313, was sagten sie? La taqata lana al-yawma bi Jalut wa Junud. Wir haben heute keine Kraft gegen Goliath und seine Truppen. Was sehen wir heute? Das ist die zweite Probe. Die zweite Probe ist, wenn du siehst, wie die Umma geschwächt ist, dass du dann sagst, oh, wir sind zu schwach, wir schaffen das nicht. Aber was sagten diese anderen 313, 314, die übrig geblieben sind? Die sagten, ja, also wie gesagt, diese Zahlen, die werden im Tafsir erwähnt, ja, die stehen jetzt nicht so im Koran, ja, aber die werden in dem Tafsir erklärt, ja, dass sie mit 70.000 losgezogen sind, dann 4.000 geblieben sind und dann nachher 313 bzw. 314. Diese 314 sagten, man muss sich jetzt vorstellen, die kämpfen gegen Goliath und seine Truppen. Was haben die gesagt? Haben die gesagt, wir sind zu schwach? Haben die gesagt, wir können nicht? Haben die gesagt, oh, wären wir bloß weise gewesen und zu Hause im gemütlichen Bett liegen geblieben? Ja, was haben die gesagt? Kim min fiatin kalilatin ghalabat fiatin kathiratin bi'idhnillah. Wie oft hat eine kleine Schar eine große Schar besiegt mit der Erlaubnis von Allah? Wallahu ma'as sabirin. Und Allah ist mit den Standhaften. Warum erwähnt Allah hier ausgerechnet das Wort mit den Standhaften? Warum sagt hier Allah nicht mit den Gottesfürchtigen, mit den Gläubigen? Er erwähnt hier extra die Standhaften. Was zeigt uns das? Das zeigt uns, dass für den Fortschritt der Botschaft und das Dabeibleiben die Standhaftigkeit notwendig ist. Dann kommt der Vers danach. وَلَمَّا بَرَّزُوا لِجَلُوتَ وَجُنُودِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِعْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Und als sie dann Goliath und seinen Truppen gegenüberstanden, ja, Barazu, das ist so wie Mubaraza, die stehen sich gegenüber jetzt, ja, die treffen jetzt auf die, was haben die gesagt? Rabbana, unser Herr, afri alayna sabra. Was heißt das? Das heißt, schütte Standhaftigkeit über uns. Die haben nicht gesagt, gib uns Standhaftigkeit. Die haben nicht gesagt, mach uns standhaft. Die haben gesagt, schütte Standhaftigkeit über uns aus. Das heißt, wir brauchen viel Standhaftigkeit. Und was war das Zweite? وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا. Und festige unsere Füße. Das heißt, das ist eigentlich wieder Standhaftigkeit. وَانْصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ. Und helfe uns gegen das Volk der Käferin. Was will uns Allah hiermit sagen? Was will uns Allah mit dir sagen? Denkt ihr, Allah erzählt uns diese Geschichte zur Belustigung, zum Spaß, einfach zur Abwechslung? Einfach so, damit wir eine Geschichte erzählen? Weil das ist das Problem bei vielen Muslimen. Sie lesen die Geschichten im Koran einfach so. Oh, boah, das war eine Zeit, boah. Nee, darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir das verinnerlichen. Es geht um Standhaftigkeit. Aber was ist der erste Schritt zur Standhaftigkeit nach dem Glauben? Der erste Schritt ist, dass du ein Ziel hast. Weil die hatten von Anfang an erstmal ein Ziel gehabt. Die wollten zu Goliath gelangen. Und der zweite Schritt ist, dass du gehorsam bist. Die waren gehorsam bei der Probe gewesen. Der dritte Schritt ist, dass du wirklich standhaft sein willst. Du musst standhaft sein wollen, deswegen, liebe Geschwister, ich erzähle euch das nicht, um euch zu tadeln. Ich erzähle euch das nicht, um mich auszuheulen.
Ich erzähle euch diese Geschichte, um euch mit über den Fluss zu nehmen. So wie Talut die Leute über den Fluss genommen hat. Wir wollen so viele wie möglich über den Fluss nehmen. Und glaubt es mir, ich weiß es ganz genau. Wir haben Tausende, Hunderte Tausende von Schulterklopfern. Aber wenn es hart auf hart kommt, werden es nur ganz wenige sein, die weiter dabei bleiben. Das ist meine Überzeugung. Aber ich weiß auch, dass diese ganz wenigen gewinnen werden. Inshallah. Denn Allah sagt, وَكَانَ حَقًا عَلَيْنَا نَصْرُ الْمُؤْمِنِينَ. Es ist unsere Pflicht, den Gläubigen zu helfen. Und Allah sagt, إِنَّا لَنَنْصُرُ رُسَلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ. Wahrlich, wir werden unseren Gesandten helfen. Und denen, die glauben, im Diesseits, am Tag, wo die Zeugen aufstehen. Und Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, لَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ إِنَّهُمْ لَهُمُ الْمَنْصُرُونَ وَإِنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. In Sure 37, ja, dass Allah den, dass die Soldaten Allahs siegreich sein werden. Und die Soldaten Allahs, es gibt Soldaten, die mit dem Schwert kämpfen, es gibt Soldaten, die mit der Zunge kämpfen. Wie Muhammad Abdul Wahab in Kashf al-Shubuhat sagt. فَجُنْدُ اللَّهِ غَالِبُونَ بِالسَّيْفِ وَالسِّنَانِ كَمَا أَنَّهُمُ الْغَالِبُونَ بِالْحُجَّةِ وَالْلِسَانِ وَلَا يَأْتِي صَاحِبُ بَاطِلٍ بِحُجَّةٍ إِلَّا وَفِي الْقُرْآنِ مَا يَنْقُدُهَا وَيُبَيِّنُ بُطْلَانَهَا. Ja, und die Soldaten, Allah sagt, Muhammad Abu Wahab in Kashf al-Shubuhat, sind siegreich mit dem Schwert, so wie sie siegreich sind, mit dem Beweis und mit der Zunge. Und niemals kommt jemand von den Falschen mit einem Scheinargument, mit einem Argument, außer dass wir schon mit der Wahrheit und der besten Erklärung gekommen sind, so wie Allah im Koran sagt. Und sie kommen mit keinem Beispiel zu dir, außer dass wir schon mit der Wahrheit und der besten Erklärung gekommen sind. Das heißt, lerne den Koran. Damit kannst du die Religion verteidigen. Aber zurück zu dem Punkt zu kommen. Ich glaube nicht, dass viele dabei bleiben werden. Aber das verzweifelt uns keinen Millimeter. Das macht uns keinen Millimeter verzweifelt. Das macht uns traurig. Aber nur traurig für die Leute, die zurückbleiben, die nicht mit über den Fluss gehen. Weil für die macht uns das traurig. Weil wir wollen jeden mitziehen. Und wir haben schon so viele gesehen, die bei der ersten Probe durchgefallen sind. Die erste Razzia kommt, der erste Windzug kommt, schon sind sie weg vom Fenster. Deswegen seid du darauf vorbereitet. Es kommt nicht nur ein Brise. Bisher kam nur die Brise. Bisher kam nur ein Windzug. Du musst dir die Frage stellen. Will ich gemütlich leben oder will ich Dauer machen? Wenn du Dauer machen willst, dann ist das gemütliche Leben vorbei. Der Prophet a.s. sagte schon bei dem ersten Mal, bei der zweiten Offenbarung zu Khadija, als sie ihn ins Bett zurückgerufen hat, sagte er, in Qadaya Khadija tu zamanu nomi wa raha. Khadija, die Zeit vom Schlafen und von der Gemütlichkeit und Ausruhen, die ist vorbei. Die ist abgelaufen. فَقَدْ أَمَرَنِي جِبْرِيلًا أُنذِرَ النَّاسَ وَأُوَامِرَ اللَّهَ. Denn Jibril hat mir schon befohlen, die Menschen zu warnen und zu Allah zu rufen. Deswegen, seid darauf vorbereitet. Der Schlag, der einen überraschend trifft, ist der Schlag, der einen ausnockt. Ist wie beim Boxen. Wenn du nicht aufpasst und du wirst getroffen von etwas, womit du nicht rechnest, das ist das, was dich zu Boden haut. Deswegen musst du darauf vorbereitet sein. Wenn du vorbereitet bist, und deswegen bereite ich euch vor, wenn ihr vorbereitet seid, wenn ihr bereit seid, mitzumachen, dann wird euch das inshallah nichts anhaben. Und deswegen hat der Prophet a.s. die Sahaba vorbereitet mit dem Koran. Deswegen gab es keinen einzigen Sahabi, der gesagt hat, oh Prophet, warum ist das so schwer? Wären wir besser weise geblieben? Ja, weil heutzutage ist Weisheit in der Dauer, dass du nicht bekämpft wirst. Wisst ihr, was das ist? Das ist das Verständnis. Und leider, die Leute sind immer sauer auf mich. Nur ich sage, ich rede Klartext. Ja, das ist meine Mentalität. Ich bin so, wie ich bin. Und ich rede Klartext.
Ja? Und dann sind sie immer direkt beleidigt, weil sie wollen gerne diese Schmeichelei haben. Aber bei mir gibt es diese Schmeichelei nicht, sondern bei mir gibt es die Wahrheit auf den Teller serviert und zwar direkt ins Gesicht. Ja? Es ist ganz klar, ja? Hier kann man nicht gemütlich leben und man muss sich entscheiden. Und wer erzählt, Weisheit wäre nicht bekämpft zu werden, oder wer so einen Schwachsinn labert, wie hätten wir auf die Ulama gehört, dann wäre das nicht passiert, dann wären wir nicht bekämpft worden. Der hat den Islam nicht verstanden und der muss sich fragen, ob sein Führer nicht der Scheitan ist. Denn der Prophet a.s. hat was ganz anderes beigebracht. Ibrahim wurde bekämpft, hat er nicht auf die Ulama gehört und wurde deswegen bekämpft oder wie? Musa wurde bekämpft, hat er nicht auf die Ulama gehört, auf die Gelehrten gehört? Wer erzählt so einen Schwachsinn? Was ist das für ein Islamverständnis? Und das nennen dann einige Leute noch Menhaj al-Salaf. Das ist nicht Menhaj al-Salaf. Das ist Menhaj der Geisteskranken, ist das. Das ist Menhaj der geistig Behinderten. Und das sage ich ganz klar und deutlich, weil wer so einen Schwachsinn labert. Und ich weiß, da ist man wieder beleidigt. Ja? Da ist man wieder beleidigt. Oh, warum redest du so krasse Worte? Normal, ich glaube, wenn Umar al-Khattab leben würde, der würde nicht nur so krasse Worte sagen. Der hat Abu Muawiyah zusammengeschlagen, der Führer von Scham war, der viel für den Islam getan hat zu dieser Zeit. Der hat Abu Ubaidah bin al-Jarrah auf die Brust gehauen, als er die Schlüssel für Quds geholt hat. Ja? Ich glaube, wenn der so eine vergiftende Aussage hören würde, die Dauer stoppt, warum? Weil wozu führt das? Das führt dazu, dass die Leute einbrechen, wenn die notwendige Bekämpfung kommt. Allah sagt im Koran. Und hört mir zu. Hört euch das an, liebe Geschwister. Das ist die Wahrheit. Das ist unsere Botschaft. Allah sagt im Koran, so 6, Vers 54. Er gibt den Weg zum Sieg. Er schildert ihn ganz klar. Dies ist vielleicht der klarste Vers im ganzen Koran für die Lösung. Allah sagt, einer der klarsten Verse, so 6, Vers 54. Zum Propheten, alayhi salatu wassalam. Und das ist eine mekkanische Sura. Ja, Surat al-An'am. وَلَكَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِنْ قَبْلِكَ. Vor dir sind schon Gesandte der Lüge bezichtigt worden. Was heißt das? Das heißt, du wirst der Lüge bezichtigt, vor dir sind schon Gesandte der Lüge bezichtigt worden, das ist der Weg. Das heißt für uns, wir werden auch der Lüge bezichtigt werden. Was haben die gemacht, als sie der Lüge bezichtigt wurden? فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُذُوا. So sind sie standhaft geblieben, obwohl sie der Lüge bezichtigt wurden. Und was noch? Und obwohl ihnen Schaden zugefügt wurde. Was heißt das, sie sind standhaft geblieben? Das heißt, die haben weitergemacht. Womit haben die weitergemacht? Haben die weitergemacht mit Kaffee und Kuchen, mit Tee und Süßigkeiten? Womit haben die weitergemacht? Wann sind die der Lüge bezichtigt worden? Sind die der Lüge bezichtigt worden, als die zu Hause saßen und gesagt haben, ja, wir warten, bis schönes Wetter wird oder irgendwann fällt der Sieg vom Himmel, wenn wir Usul Thalaf auswendig gelernt haben? Wann sind die Gesandten der Lüge bezichtigt worden? Die Gesandten wurden der Lüge bezichtigt, nicht von ihren eigenen Anhängern, als der Prophet wurde nicht in Dal Arkam, als er mit seinen Sahabern saß, der Lüge bezichtigt. Der Prophet wurde nicht in der Masjid al-Nabawi mit seinen Sahabern der Lüge bezichtigt. Der Prophet a.s. wurde der Lüge bezichtigt, als er rausgegangen ist mit der Botschaft zu den Leuten, die es nicht hören wollen. Das heißt, das ist der erste Schritt zum Sieg. Ibrahim a.s. wurde zur Lüge bezichtigt, als er mit Ismail an der Kaaba war und mit ihm gesprochen hat, als er mit Hajar gesprochen hat, als er mit Sarah gesprochen hat, als er mit Ishaq gesprochen hat, als er mit seinen Anhängern gesprochen hat, mit Lut gesprochen hat. Nein, Ibrahim wurde der Lüge bezichtigt, als er zu seinem Volk gegangen ist und hat gesagt, Ma hadhi tamathilu lati antum la akifun. Sura 21, was sind das für Götzen, denen ihr dient? Sie sagten, wir haben unsere Vorfahren gesehen, wie sie sie angebetet haben. Was sagte Ibrahim? Ihr und eure Vorväter wart in einem deutlichen Irrtum. Pfui über euch und das, was ihr anbetet, sagte der. Da wurde der Lüge bezichtigt. Was passierte dann? Die Antwort seines Volkes, das ist jetzt Sure 29, war nur, tötet ihn oder verbrennt ihn.
فَأَنْجَاهُ اللَّهُ مِنَ النَّارِ Und dann rettete Allah ihn vor dem Feuer. إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتِ لِقَوْمِ يُؤْمِنُونَ Hier sind Zeichen für Leute, die glauben. Hier sagt Allah nicht für Leute, die Sabr haben, hier sagt Allah für Leute, die glauben. Warum für Leute, die glauben? Was ist das Gegenteil von Glauben? Unglauben. Das heißt, der Ungläubige kann das nicht verstehen. Es gibt zwei Sorten von Ungläubigen. Einmal der klare Ungläubigen, einmal derjenige, der äußerlich ein Muslim ist und innerlich ein Ungläubiger, der Munafiq. Und das ist das, was die Munafiqun am wenigsten verstehen können, dass die wahre Botschaft bekämpft wird. Das ist ihr größtes Problem. Und das ist eines der gewaltigsten Zeichen der Munafiqun, dass sie immer, wenn das Wetter schön ist, in der Dawa, mit dabei stehen, aber wenn es hart auf hart kommt, sind sie weg vom Fenster. Allah sagt im Koran, Surah 29, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَكُولُ آمَنَّ بِاللَّهِ Von den Menschen gibt es welche, die sagen, wir glauben Allah. فَإِذَا أُوذِيَ فِي اللَّهِ جَعَلَ فِتْنَةَ النَّاسِ كَعْذَابِ اللَّهِ Und wenn ihr auf dem Weg Allahs Probe trifft, macht er die Fitna der Menschen zur Strafe Allahs. Ja? Verzweifelt, weg vom Fenster. Sobald der Wind zukommt, ist er verzweifelt. Und wenn die Hilfe von deinem Herrn kommt, und wenn die Hilfe von deinem Herrn kommt, sagt er, wir gehören noch mit zu euch. Weiß Allah nicht, was in den Herzen der Welt ist? Auf das Allah die Gläubigen kennzeichnet und die Munafiqin kennzeichnet. Das ist das. Das ist das Zeichen, deswegen musst du Angst haben. Was willst du? Willst du gemütlich leben? Oder willst du für Allah leben? Stell dir die Frage, ob du für Allah leben willst. Kurze Hose kann jeder machen und blöd angeguckt werden. Die Bart lang wachsen lassen, kann jeder machen. Ja? Man kann auch als Punker rausgehen, da gucken sie auch blöd aus der Wäsche. Das ist noch keine Probe. Die Probe passiert, wenn man denen sagt, das ist die Wahrheit. Die ersten 3 Jahre, als der Prophet Dawa Sariya gemacht hat, wurde er kein einziges Mal angegriffen. Warum? Weil er nicht zu den Leuten gegangen ist, hat gesagt, was ihr macht, ist falsch. Aber das war das, was Allah von ihm wollte. Das war das, was Allah von den anderen Propheten wollte. Und deswegen... Leute, seid bereit. Seid bereit. Und ich will euch hier kurz, ich wollte euch diese Worte kurz mit ans Herz legen. Ja? Und es geht weiter. Es geht weiter. Vor kurzem hat ein Bruder, ein Admin von meiner Seite, geschrieben, dass er mit mir geredet hat und dass ich geweint habe. Dann habe ich habe mir die Kommentare mal kurz durchgelesen und stand dann da drin, tröste den Bruder, bau ihn wieder auf. Leute, das ist nett gemeint. Ja, das ist nett gemeint, sowas zu sagen, aber sowas ist für mich eine Beleidigung, ehrlich gesagt. Also ich weiß, also der das geschrieben hat oder die das geschrieben hat, die meint das nicht böse, aber für mich ist es eine Beleidigung. Ja? Alhamdulillah, möge Allah uns festigen. Möge Allah uns festigen. Aber es gibt für uns kein Zurück. Und wenn ich weine, dann weine ich nicht, weil ich verzweifelt bin und denke, Alhamdulillah, ja, wir haben keine Chance mehr oder sowas, sondern da weine ich, weil ich diesen Verrat sehe. Und weil ich sehe, dass die Muslime so viel erreichen könnten, aber leider nicht mithalten und leider diese Sache nicht verstehen. Ich habe sie oft wiederholt, aber ich werde sie noch oft wiederholen. Brüder und Schwestern, ich wollte euch eigentlich erzählen, wie wir bekämpft werden. Ja, und ich habe lange ausgeholt und ich glaube, dass die Worte wichtig waren, die ich gesagt habe. Ich will euch nur eine Sache kurz sagen. Eine Sache will ich euch erzählen. Damit ihr das, wie gesagt, verarbeitet und richtig die Situation versteht. Wisset, derjenige, der den Ball hat, der wird angegriffen. Wisst ihr, wie der Prophet bekämpft wurde? Durch die Medien der damaligen Zeit. Diese Medien hatten 3 Methoden. Entstellung,
dessen, der die Botschaft trägt, das heißt des Propheten, das heißt, sie haben alle möglichen Lügen über ihn erzählt, Entstellung der Botschaft und Entstellung der Leute, die der Botschaft folgen. Was haben sie über die Leute erzählt, die der Botschaft folgen? Ja, das sind die Schwachen, das sind die Armen, das sind die Dummen und so weiter. Ja? Sufaha, haben sie gesagt, das sind die Schwachsinnigen. Ja? Das findet man sogar, findet ihr sogar in Surat al-Baqarah, ja, dass die über die Sufaha gesagt haben, dass die Schwachsinnigen die Toren sind. Ja? So. Und ich sage es euch, was sagt man heute über die Gläubigen? Obwohl bei den Gläubigen Leute bei waren, wie Uthman ibn Affan, wie Abu Bakr, wie Umar, Leute, die eine Stellung hatten, Leute, die respektiert waren, aber nein, aber die mussten die Leute entstellen, weil so bringt man die Leute von der Botschaft weg, indem man sagt, ja, willst du denen folgen, das sind doch alles nur Vollidioten, so nach dem Motto, ja, genauso, und guck mal, was man heute macht, ja. Man entstellt den Prediger, man erzählt zum Beispiel von Ibrahim Abu Najih, der hat Hartz IV oder was weiß ich hier unberechtigterweise genommen, aber dass er dann vor Gericht war und sich das Ganze als eine Seifenblase herausgestellt hat, da findet man danach nichts mehr von in der Zeitung. Und das ist eure Pflicht, die Prediger zu verteidigen, danach mal zu posten und zu sagen, hier, guck mal, habt ihr das gesehen? Ja? Weil man wird auch am jüngsten Tag gefragt, ob man irgendwelche Lügen weiterverbreitet, ja, oder irgendwelche Hirngespinste, oder ob man diejenigen verteidigt hat, die versuchen, die Religion zu verteidigen. Zweite Sache, die Botschaft, das haben wir sowieso schon seit Jahren. Und dritte Sache, ja, alle die den Islam annehmen, die sind ja sowieso nicht so Dings. Die sind ja alle, die haben nichts erreicht im Leben und so weiter. Dann siehst du auf Internetseiten, wird dann über mich zum Beispiel geschrieben, ja, der hat im Boxen, hat es nicht geklappt und dann ist er Prediger geworden. Ach so, da hat sich dann gedacht, ach, dann werde ich jetzt mal Prediger, werde ich bestimmt deutschlandweit bekannt, weil da ja so viele schon vorher gemacht haben und schon so viele vorher bekannt wurden als Prediger. Ja, ist ja sehr naheliegend, der Schwachsinn. Ja? Hör mal, ich war bei Sauerland Box Promotion gewesen. Ich war praktisch so jemand wie, ich habe mit 23 Jahren aufgehört und war ungeschlagen. Ja? Ich bin praktisch so jemand, was ist Sauerland Box Promotion und Universum Box Promotion waren zwar damals zur gegen Zeit die besten Boxställe. Das ist so, als wenn heute ein Jugendlicher von 22 Jahren oder 23 Jahren bei Borussia Dortmund oder bei Bayern München ist und der ist noch nicht ganz rausgekommen und der hört dann auf mit dem Fußballspiel. Ja, aber hier versuchen die dann irgendwie so ein Bild zu kreieren, ach ja, haben nichts erreicht. Genauso sieht es aus. Das Bild des Predigers entstellen. Das Bild der Botschaft entstellen. Das Bild der Anhänger entstellen. Und dann, wisst ihr, was ein anderer friedlicher Weg gewesen ist? Der andere friedliche Weg war, dass sie versucht haben, diejenigen zu beeinflussen, die sie unterstützen. Diejenigen zu beeinflussen, die sie unterstützen. Da sind sie zu Abu Talib gegangen. Ja, guck mal, dein Neffe, was der macht, das ist nicht gut und so. Jetzt eine Frage an euch. Seit wie vielen Jahren gibt es die Muslime in Deutschland? Großen Mengen, großen Massen. Seit 40, 50 Jahren. So. Wisst ihr, wann wir angefangen haben? Sommer 2005. Dann wurde die Seite von islam-info.net Anfang 2006 in diewahrereligion.de umgenannt. Laut Frankfurter Allgemeine waren dann die Leute, die im Jahre 2006 den Islam angenommen haben, das kann man im März 2007 Frankfurter Allgemeine lesen, waren 14.000 Menschen 2006. Wann gab es dann die erste Islamkonferenz, wo alle Verbände zusammengebracht wurden? September 2006. Denk mal drüber nach, das ist alles nur, um die Leute von uns wegzubringen. So wie damals die Muschrikun zu Abu Talib gegangen sind, so gehen sie heute zu den Moscheen und sagen, ja, ihr seid ja unsere Freunde, wir haben euch zwar vorher gehasst, aber die da, ihr müsst euch distanzieren. Deswegen seid wachsam. Der Islam wird kommen. Assalamu alaikum wa rahmatullah.